22. Oktober wählt das Schweizer Volk ein neues Parlament. Aus dem Wahlkreis Willisau bewerben sich 5 Kandidierende um einen von den 9 Luzerner Sitz im Nationalrat. In vino veritas, im Wein liegt Wort, sagt man. Wird das auch bei unseren Politikerinnen und Politikern, die wir eingeladen haben, der Fall sein? Heute am Stammtisch die FDP mit dem Andreas Bertschi. Guten Tag, Andreas Bertschi. Treffen wir Andreas Bertschi oft am Stammtisch? Ja, oft würde ich jetzt nicht sagen, aber doch zwischendurch. Gerade nach dem Sport gehe ich gerne ein Bier trinken. Und ja, macht man das auch etwa mal am Stammtisch. Ein bisschen schade ist natürlich, dass es immer weniger Beizen gerade bei uns auf dem Land hat. Aber dann und wann, ja, tue ich dort doch Gastronomie auch ein bisschen unterstützen und trinke Beizen am Stammtisch. Als Präsident des Fußballclub Nebike, mit welchem System kommt man zur erfolgreichen Karriere? Das ist noch schwierig zu sagen. Ich weiss auch nicht, ob ich der Experte bin für eine erfolgreiche Karriere. Ich glaube, im Sportclub Nebike müssen wir da eher den Fabian Lustenberger fragen. Ich habe das Gefühl, als Präsident des Fußballs ist weniger wichtig, was man für ein System spielt, sondern welches Team was man rund um sich herum hat. Das ist sowohl im Fußball wie auch in der Politik wichtig, dass man gute Leute hat, die man einsetzen kann. Und ich glaube, dann ist das wertvoller als irgendein Spielsystem. Wo gibt es Parallelen vom Sport und der Politik? Da gibt es ganz viele Parallelen. Etwas, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist der Umgang mit Niederlagen. Sowohl im Sport wie auch in der Politik kann man nicht immer gewinnen. Es gilt darum, auch die Niederlagen zu verarbeiten, aus diesen Niederlagen zu lernen. Sowohl im Sport wie auch in der Politik. Und etwas, was ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, ist gerade im Mannschaftssport die Zusammenarbeit von den verschiedenen Teammitgliedern. Das ist etwas, was man natürlich im Fußball braucht, aber man braucht es eben auch in der Politik. Weil nur gemeinsam kommt man weiter. Und da geht es manchmal darum, Kompromisse zu schmieden, auch mit gegnerischen Teams können zusammenspielen. Und da gibt es sicher viele Parallelen zwischen dem Fußball und der Politik. Auf was sind Sie besonders stolz? Besonders stolz bin ich auf meine 2 Gottenmädchen, Alea und Alina. Und wenn ich mit ihnen Zeit verbringen darf, dann macht es mich sehr, sehr stolz, dass ich ihre Göttin darf sein. Ihnen ist ein gesunder Staatshaushalt wichtig. Gibt es Privatsachen, wo Sie unvernünftig viel Geld ausgeben? Das ist eine gute Frage. Ich habe schon von klein auf gelernt, eigentlich sorgsam mit dem Geld umzugehen. Ich habe schon gelernt, dass man es zuerst verdienen muss, bevor man es ausgeben kann. Und dass, wenn man sich etwas leisten möchte, dass man halt für das ansparen muss. Und ich glaube, aus diesem Grund ja, habe ich auch heute immer noch Sorge zu meinen Finanzen. Und so kommt mir jetzt auch gerade nichts in Sinn, ja, wo ich muss sagen, da gebe ich unverhältnismäßig viel Geld aus. Andreas Bertschi, merci für das Gespräch. Ich danke vielmals.